Fahrer hinter mir. Weber liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichenreifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,1. Ja, jetzt habe ich immerhin diese S-Kurve mal vernünftig hingekriegt, wobei das ist eigentlich eher eine Schikane als eine S-Kurve. Entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Wisst ihr was, lass mich mal einen Moment in Ruhe, weil ich weiß nicht, was es für Wetter gibt, das wisst ihr. Also solltet ihr bitte entscheiden. Boah, da komme ich schon wieder ins Schleudern. Ihr solltet bitte entscheiden, was für Reifen etc. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, Jungs. Und ich weiß nicht, was für Wetter wird. Das wisst nur ihr. Man sieht aber, dass da schon wieder Tropfen abperlen. Das heißt ja nichts anderes, wie dass hier eben doch schon wieder das Ganze relativ regnerisch ist. Also meinetwegen spulen wir das hier einfach so ab. Weil wir sind vorn, wir haben Abstand zum Hintermann. Irgendwann müssen wir wegen den Reifen gucken. Ich würde sagen, unsere Strategie heißt, ich fahre hier, ich lasse mich jetzt nicht wieder in die Box zwingen, so wie in Monaco damals, und nachher vergeigen wir hier einen Sieg. Nee, wir gehen an die Box. Ja, zur Halbzeit würde ich sagen, also das wäre dann meinetwegen fünfte, sechste Runde. Und danach werden wir das Rennen, ja, beenden und nicht mehr an die Box fahren, zumindest nicht, wenn wir das nicht müssen. Wenn man das jetzt so wieder sieht, habt ihr das Gefühl, ich müsste mit der KI noch mal rauf, weil ich wurde jetzt oftmals wirklich gewarnt, macht das nicht, weil die werden dann so viel aggressiver, so viel stärker, aber wir fahren den ja schon wieder davon, also irgendwie so ganz das Ideale ist das auch noch nicht. Gut, wir sind halt auf Platz 1 oder waren relativ schnell auf Platz 1 und konnten dann einfach unser Rennen fahren. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht doch noch mal um 2 Punkte, mal gucken. Aber jetzt ist auch nicht der Moment, um hier zu überlegen, was wir mit der KI machen. Jetzt ist der Moment zu überlegen, was man gegen diese böse Schikane machen kann. Gut. Runde 4. Also 5 jetzt. Ich würde sagen, wir gehen zum Ende der 6. Runde. Dann rein. Die Kurve hier, die wird auch nichts mehr. Fahrer hinter mir. Weber hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichenreifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 57,3. Okay, die haben alle auch noch einen Boxenstopp, das ist klar. Hat er jetzt gesagt, wie weit er hinter uns liegt? Oder hat er nur gesagt, wer und was und wo? Da habe ich nicht zugehört, weil ich mich da auf die blöde Kurve wieder konzentrieren musste. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Man sieht sie nicht, das ist ein gutes Zeichen. Gegner, die man nicht sieht, die sind herzlich willkommen. Oder Gegner, die man auch nicht hört. Das ist auch sehr schön. Schlecht gefahren. Ich weiß, sehr die schlecht. Bedingungen sind hart, aber bleib dran. Och. Ich glaube nicht, dass wir für die Strecke schon Intermediates brauchen. Dann müsst ihr aber auch noch nicht an die Box. Dann wäre es vielleicht cleverer, ich würde vielleicht 8 Runden fahren, das Wetter abwarten und dann gucken. Aber nicht eben doch noch wirklich auf die Regenreifen umsteigen müssen. Ich komme nicht wirklich auf die Ideallinie. Also richtig klappt das nicht. Und das hat, glaube ich, tatsächlich wirklich auch mit dem Wetter zu tun. Dass das nicht so ganz funktionieren will. Man muss sich natürlich auch vorstellen, die Curbs, die sind ja auch nass. Also das ist ja... Das ist ein Entschuldigung. Ein Katapult, wenn man da falsch rauf fährt. Ein Kater, genau, ich hatte einen Frosch im Hals. Sind wir wieder beim Thema, was macht ein Formel 1 Fahrer, wenn er einen Frosch im Hals hat? Der ist wahrscheinlich nicht so schlimm, außer wieder mit der Box reden, dann ist natürlich auch nicht ideal. Box, ja, Box, die sechste. Okay, gut. Ich füge mich. Ich hoffe, ich komme noch als erster raus, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Fahrer hinter mir. Weber liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,0,3. Ja, wir werden also überholt werden. Aber eben, die müssen auch noch an die Box. Von daher, da wird sich sozusagen am Vorsprung nicht viel ändern.
Aber man sieht schon, 4 Sekunden ist natürlich jetzt auch nicht die Welt. Also da müssen wir aufpassen. Das ist einmal ein grober Fehler und der wird uns holen. Auch wenn wir ihn nicht sehen, aber er hängt trotzdem in unserem Genick. Nicht direkt im Genick, aber so einen Meter dahinter halt. So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig, ja, was denn? In den schnellen Kurven. Okay, aber es hieß, ich soll rein. Dann gehe ich rein. Ah, die macht echt Spaß hier. Also diese Kurve, die ist sensationell. Ja, jetzt erwische ich das ja auch schon wieder ein bisschen besser, da bin ich beruhigt. Man lernt von Runde zu Runde halt ein bisschen dazu, so. Außer bei der hier, da komme ich jedes Mal zu weit raus, verliere dann das Tempo und komme hier nicht mehr weg. Aber okay, als Erster kann man sich das leisten. Hier auch nicht rund gefahren, auch das Tempo nicht mitgenommen. Definitiv nicht ideal. Ja, da hätte ich gar nicht bremsen müssen. Jetzt war ich wieder irgendwie verwirrt, ob hier die Kurve kommt oder die andere. Was hier kommt, weiß ich. Das ist diese Höllenschikane. Oh, hier muss ich raus. Fast hätte ich wieder die Boxeneinfahrt verpasst. So, weil das habe ich, ja, als es nicht aufgenommen hat. Da bin ich dran vorbei, habe gedreht und bin rein. Habe noch gesagt, Kinder, macht das bloß nicht nach. So, jetzt hat es aber geklappt. Man hat halt diese blaue Linie nicht allzu weit raus. Das heißt, man muss wirklich wissen, wo hier die Box ist. Gerne. Rang 4, okay. 3. Wenn wir das nicht irgendwie mit einem Fehler verdatteln, dann müssten wir das eigentlich nach Hause bringen, würde ich sagen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Natürlich. Und jetzt geht es hier tatsächlich gleich wieder in diese Kurve rein. Werde ich nicht mit Vollgas machen, das ist viel zu gefährlich. Da bin ich ein Hasenfuß, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, wir haben einen im Genick. Jawohl. Muss der auch noch an die Box? Oh, lalalala. Wie er hier durchprescht. Ja, aber den holen wir nochmal. Wir gehen ihn durch. So, hier ist es zu Kurve, glaube ich, zum Überholen. Höchstens er schubst uns wieder. Okay, sind wir in 15 Minuten noch unterwegs hier? Das ist dann die Frage. Bei den Runden, die wir noch haben, ja, plus minus, könnten wir genau noch in den Starkregen reinkommen. Ja, wir haben ihn wieder ein bisschen abgehängt, zum Glück. Da war im Prinzip schon an uns vorbei. Aber wir haben uns gut gewehrt. Ja, was für eine coole Kurve. Komme ich wieder zu weit raus, gefällt mir nicht. Alles klar, wir sind jetzt kurz vor dem Wechselpunkt. Bleib draußen, wenn das Tempo passt. Aber komm in die Box und lass dir Intermediates aufziehen, sobald du die Grenze erreichst. Echt jetzt? Ich war doch gerade an der Box. Macht der Scherze? Oder war das in meinem letzten Leben, als ich hier an der Box war? Das gibt's doch nicht. Geh sicher nicht nochmal an die Box. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das für eine Boxencrew? Ich habe noch nicht mal die Runde fertig. Ja, eine halbe Runde, nachdem ich an der Box war, mir meldet, ich soll an die Box. Hier bremst es aber ganz, ganz unideal. Und da komme ich dann nicht mehr gut raus. Aber okay, die Schikane, okay, ja, die ist natürlich auch für alle da. DRS ist jetzt deaktiviert. Deaktiviert. Okay. In dem Regen. Wow, wie es mich hier rausträgt. Das sind, glaube ich, die Reifen. Oh, das ist aber ein Boxenfehler. Was machen die denn für Reifen drauf? Oh, come on. Man spürt es in jeder Kurve, wie es einem rausträgt. Das heißt, ich muss hier auch wieder aufpassen wie ein Blöder. Na, das geht noch. Aber es ist natürlich, hier kommen dann die... Ja, da kommen die wieder näher. Weil ich hier so scheu durch diese Kurve durch muss. Oh, der ist schnell. Oh, wir sind aber auf der 1. Die anderen waren an der Box, aber dann ist jetzt sozusagen wieder alles auf 0. Jetzt zählt's. Ich nehme an, Butler, der war auch schon an der Box. Das heißt, der hat aber mächtig aufgeholt hier. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh, die Reifen. Oh, da werden wir... Der wird uns überholen. Mist, dann verlieren wir natürlich Platz 1, ganz klar.
Aber ich kann ja nicht irgendwie wie ein Wahnsinniger losdüsen. Und nachher kracht's. Wie sieht's bei der Kurve aus? Kann ich hier mit Tempo durch? Doch, das geht noch. Ja, das hat geklappt. Immer noch mit dem anderen im Genick. Boah, come on. Ja, keine Chance. Wir werden dermaßen rausgetragen. Ach, ist das ärgerlich. Ja, das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich kenne mich mit den Reifen auch nicht wirklich aus. Aber das gibt's doch nicht, dass die in der Box uns Reifen montieren, wenn sie vorher sagen, dass Starkregen kommt. Reifen montieren, mit denen ich hier nicht vorwärts komme und tatsächlich abgehängt werde. Und da hinten kommen schon die Nächsten. Das ist wieder ein verschenkter Sieg. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Ich weiß, vielleicht bin ja ich irgendwie zuständig für die Reifenwahl, aber come on. Also wozu hat man eine Box? Da müssen die wenigstens sagen, es wäre jetzt aber cleverer, wir würden das so und so machen. Oh, guck mal. Oh, come on. Wie es mich hier wegkatapultiert, rauskatapultiert. Ich habe eine Vollbremsung gemacht. Ja, Verwarnung. Ihr merkt, jetzt bin ich leicht angesäuert. Jetzt werden wir von allen eingeholt. Zack. Entschuldigung, das gibt natürlich wieder eine Verwarnung. Ich muss an die Box. Es hilft nichts. Aber dann verlieren wir hier die ganzen... Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es definitiv nicht. Warum diese Reifen? Dass man mir dann nachher, nach einer halben Runde, wo ich wieder draußen bin, sagt, ich müsste rein. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Zwei Runden vor Schluss. Wir werden wieder Zweitletzter. Oh, Lewis Hamilton wurde disqualifiziert. Ich bin voll auf der Bremse. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich möchte jetzt an die Box, Kollege. Und überlegt euch, was ihr für Reifen drauf macht. Boah, es ist... beträgt 3,9 Sekunden. Es ist wie Skifahren. Und die Bremse funktioniert nicht. Guckt euch das mal an. Ah, ich rutsche hier in der Gegend rum. Okay, also ohne Box geht's nicht. Aber ich muss nochmal sagen, das verstehe ich nicht. Wie kann man denn in der Box solche Reifen drauf machen, wenn man vorher noch gesagt hat, dass Starkregen kommt? Ah, das... gibt's doch nicht. Es ist schon wieder ein Sieg verschenkt. Das erinnert mich tatsächlich wieder an Monaco. Da holen sie mich rein, wenn alles rund läuft. Und nachher sind wir dann... Ja, das bringt nichts. Ich brauche kein Benzin, ich brauche Reifen, mit denen ich Rennen fahren kann, wenn es regnet. Oh, schon wieder hier. Oh, da. Ich habe keine Chance. Ich kann nichts machen. Und wo ist die Box kleiner? Meine ich, dass ich wieder dran vorbeifahre. Ja, die holen uns alle. Das ist ganz klar. Ich kann nicht schneller. Geht nicht. Ich kann dann wieder schneller, wenn wir wieder Reifen haben, die funktionieren. Oh, ich muss es nochmal sagen. Das ärgert mich jetzt tatsächlich wirklich massiv. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, also warte mal ab, was ich dir huste, wenn ich in der Box drin bin. Da geben die mir solche Reifen, die man... Ich weiß nicht mal, was das sind, die gelben? Keine Ahnung. Es sind auf alle Fälle nicht die, welche ich brauchen würde. Da hinten ist, glaube ich, die Box. Ich kreuze hier mal. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. So. Ah, wie doof. Ja, wir werden wahrscheinlich Letzter. Wir waren auf Position 1 und hätten die Reifen, soll ich sagen, funktioniert. Gibt wieder gelbe. Da verstehe ich aber nicht, was los war. Los, fahr jetzt! Dann ist das halt allgemein im Regen dann so rutschig, aber dann müssten die anderen doch auch das Problem haben. Ah, wir sind tatsächlich Letzter. Und das, also manchmal ist dieser Sport echt deprimierend. Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir wieder die gelben Reifen drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das besser fährt. Und jetzt sind wir natürlich Letzter und die müssen mit Sicherheit nicht mehr in die Box. Ja, Schleuder, Schleuder. Oh, lalalala. Okay, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Boah, wow, wie das hier rutscht und macht und tut. Etwa drei, ja, ich will nur wenden. Okay, wir bringen jetzt das Rennen in Ruhe nach Hause. Ja, ich bin, glaube ich, aber nicht für Rennen, für Regenrennen gemacht. Kann das sein? Aber es ging doch am Anfang wesentlich besser.
Oder haben die Probleme angefangen, als es wirklich angefangen hat zu regnen? Und ich habe das dann fälschlicherweise den Reifen in die Schuhe geschoben. Ich weiß nicht. Mich hat halt verwirrt. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Ja, es trägt mich ja immer noch raus. Also nicht verwirrt, sondern getriggert hat mich halt diese Aussage von ihm. Kaum bin ich aus der Box raus, ich soll nochmal in die Box, weil jetzt irgendwie die Reifen irgendwas. Deswegen dachte ich, dass das mit den Reifen zu tun hat. Jetzt machen sie mir wieder die gleichen drauf. Und ich habe ja immer noch dieses Rutschkonzert. Guck mal, da treibt es mich wieder raus. Ich kann so nicht fahren, das geht nicht. Sind das denn die richtigen Reifen? Was ist das denn für eine Box? Guck mal, schon wieder. Naja gut, jetzt haben wir natürlich auch wieder keinen Frontflügel mehr. Stimmt. Hey. Entschuldigung. In meiner Rage drin habe ich jetzt natürlich vergessen. Verschluckt. Habe ich jetzt natürlich vergessen, dass wir gerade noch einen Crash hatten und den Frontflügel opfern mussten. Ah, wie doof. Boah, boah. Im Prinzip, ich müsste eigentlich nochmal an die Box, weil das hier ist irgendwie, das hat keine Zukunft. Da werden wir mit irgendwie einem halben Tag Rückstand, werden wir Letzter. Falls wir überhaupt ins Ziel kommen. Dann verschlucke ich mich noch so fürchterlich. Keine Chance mehr auf die Ideallinie, geht aber nicht. Es trägt mich jedes Mal raus. Aber eben, ich glaube, jetzt hängt es tatsächlich auch nicht mehr mit den Reifen zusammen. Jetzt hängt es damit zusammen, dass wir vorne irgendwie beschädigt sind. Das fahre ich auch mal nicht mit Vollgas. Das ist mir zu heiß. Ja. Da kommen wir auch schon wieder raus. Ja. Keine Chance. So, aber schön gewendet, das muss man mir lassen. Jetzt kommt hier wenigstens keine Konkurrenz mehr. Das ist der Vorteil, wenn man Letzter ist. Ich fahre jetzt nicht mehr in die Box, das bringt es nicht. Wobei doch, wisst ihr was, ich drehe nochmal kurz. Jetzt mache ich das tatsächlich nochmal. Ah, das habe ich eben schon gemacht im Training. Oh, come on. Als er nicht aufgenommen hat. Komme ich hier überhaupt noch hin? Mach das mal ganz langsam. Da kommen schon die ersten daher. Nimmt's mich hier? Ne, ich habe natürlich den Boxenstopp nicht angekündigt. Aber sie müssen damit rechnen. So, das ist irgendwie, keine Ahnung. Also das ist, das hat mit Formel 1 irgendwie gar nichts mehr zu tun, was ich jetzt gerade mache. Geht immer noch nicht. Ja, ja. Oh. Ich mache nichts mehr. Jetzt klemmt das Gaspedal. Moment. Moment, jetzt haben wir tatsächlich das Problem, dass das Gaspedal noch klemmt. Also ich habe den Fuß nicht mehr drauf. Vielleicht kann ich das. Jetzt hängt natürlich das Steuerrad krumm. Wegen Force Feedback. Kann ich hier was machen? Beende? Nein. Nein, möchte ich eigentlich nicht. Ich guck mal, wenn ich hier rausgehe. Ja, geht nicht mehr. Jetzt habe ich entweder das Auto kaputt gemacht oder das Spiel hat irgendwie eine Macke. Auf alle Fälle, ich kann hier nichts mehr machen. Ich habe wirklich den Fuß auch nicht mehr auf dem Gaspedal. Okay, dann können wir hier aber auch wieder raus. Ja, liebe Freunde, das war jetzt aber irgendwie ein Horror. Ein absoluter Horror. Erster Platz über 8, ja nee, über vielleicht 6, 7 Runden und dann nur noch Probleme. Entweder wegen dem Regen oder wegen den Reifen oder wegen beiden. Ich kann nur sagen, ich hoffe, das nächste Rennen, das findet wieder bei Sonnenschein starten. Jetzt haben wir es tatsächlich noch geschafft, das Spiel dahin zu bringen, dass wir das Rennen nicht mal vernünftig beenden können. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Okay, trotzdem natürlich danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Immerhin seht ihr den Heisi hier mal mit Emotionen. Das ist ja bei Transportfieber und so nicht so der Fall, weil da werden halt keine Emotionen generiert. Das Spiel lebt von anderen Sachen. Aber es macht immer noch Spaß. Okay, gut. Wahrscheinlich kicken uns Ferrari jetzt eh raus. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss.